Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum dritten Talk aus dem E-Forum der MVV in Mannheim. Auch heute haben wir uns wieder prominente und erfolgreiche Gäste eingeladen und es wird sportlich. Ladies first, Ricarda Lobe ist bei uns, die aktuelle deutsche Meisterin über 100 Meter Hürden von der MTG Mannheim. Anfang August bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig gab es Gold. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Und der Meistermacher ist auch hier, Rüdiger Haaksen, Bundestrainer beim Deutschen Leichtathletikverband und Sportvorstand der MTG Mannheim. Herzlich willkommen euch beiden. Wenn alles glatt gelaufen wäre, dann hätten wir uns an diesem irreheißen Wochenende rund um den 8. und 9. August vor dem Fernseher die letzten Wettkämpfe und die Schlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio angeschaut. War ja dann aber nicht. Stattdessen gab es die deutschen Meisterschaften in Braunschweig, die eigentlich schon Anfang Juni hätten stattfinden müssen, wegen der Corona-Krise dann aber auch verschoben wurden. Alles ein bisschen wirr in diesem Jahr. Wie gehen Sie beide mit dieser Situation um? Ja, klar. Also für uns war das schon eine ganz komische Zeit. Am Anfang musste man sich erstmal dran gewöhnen, wie wahrscheinlich überall auf der Welt auch. Aber ich glaube, wir haben das dann ganz gut gemeistert. Wir haben dann viel draußen trainiert, im Wald anfangs, bis wir wieder in die Hallen konnten und haben uns dann so ein bisschen einfach mit der Situation arrangiert, Ziele neu gesetzt und ja, das Beste draus gemacht. Rüdiger, wie ist es bei dir? Ja, es war ja sehr schwierig, überhaupt zu planen, weil man wusste ja nicht, kommt noch was dieses Jahr, kommt nichts, gibt ja Sportarten, da findet gar nichts statt. Und der Deutsche Leichtathletikverband hat sich bemüht, noch eine Late Season zu installieren, also nochmal Wettkämpfe, um einfach diese lange Etappe auch mit einer Performance nochmal zu unterbrechen. Und das ist glücklicherweise gelungen. Es ist Deutsche Meisterschaft, es ist eine Deutsche Meisterschaft gewesen und das war. Und deswegen konnten wir zumindest noch im Business ein bisschen bleiben und eben mit Wettkämpfen noch die Form ein bisschen testen. Ricarda, erzählen Sie mal ein bisschen, wie das war, der Lauf zur ersten deutschen Meisterschaft in Braunschweig. Welche Emotionen sind da hängen geblieben? Ja, es war schon auch irgendwie ganz verrückt. Das hat so ein bisschen zu der Zeit gepasst. Also letztendlich bin ich da eigentlich als ja, so reingegangen in die Saison, dass ich wusste, okay, das ist jetzt mein zweites Rennen. Es ist eine deutsche Meisterschaft, das ist immer was Besonderes, es ist immer ein Highlight. Aber trotzdem waren die Erwartungen gar nicht so hoch und dass ich dann da mit dem Titel rausgegangen bin, das war natürlich mega geil. Also im ersten Moment war ich zwar ein bisschen, ja, bisschen frustriert über den Lauf, weil der sich nicht so gut angefühlt hat, aber am Ende hat dann einfach dieser Titel gezählt und der motiviert natürlich sehr für nächstes Jahr. Wie war da die Stimmung bei den deutschen Meisterschaften, so ganz ohne Zuschauer auch? Ja, auch das war natürlich sehr neu für uns. Klar, im Rennen selbst, da konzentrieren wir uns auf uns und auf unsere Bahn, aber so davor und auch danach hat so dieses Zujubeln der Zuschauer schon sehr gefehlt. Wir konnten uns darauf einstellen, wir wussten das im Voraus, aber klar, es hat halt einfach irgendwie was dazu gefehlt. Im Prinzip seid ihr das ja aber auch gewohnt, so aus Trainingssituationen und im Nachwuchsbereich, da jubeln einem ja auch nicht die Massen zu permanent. Ne? Also ist man dann so fokussiert, dass das dann trotzdem gut funktioniert? Ja, es war schon okay für den Lauf selbst. So danach, gerade jetzt bei mir mit dem Titel, wäre es schon schön gewesen, wenn man hätte noch von den Zuschauern so ein bisschen das Feedback bekommen. Aber ja, wie gesagt, bei internationalen Meisterschaften kommt es auch oft vor, dass wir gerade in den Vorrunden noch nicht so viele Zuschauer im Stadion haben. Und ja, man kann sich darauf einstellen, dann ist man da mental schon gut dabei und dann ist das okay. Rüdiger, eine deiner Aufgaben ist es ja neben der sportlichen Weiterentwicklung auch die Motivation der Athletinnen und Athleten auf einem erträglichen Niveau zu halten. Wie war das rund um diese Corona-Situation, Absage Tokio? Wie sind da die Gespräche gelaufen? Was kam da bei dir zurück von deinen Sportlern, als du mit denen reden musstest? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es war bei den deutschen Meisterschaften zwar kein Publikum da,
Aber live, ARD und ZDF, insgesamt 5 Stunden an beiden Tagen live berichtet. Und das wussten natürlich auch die Sportler. Und insofern war es zwar ein leeres Stadion, aber die Präsenz in den Medien, das war schon eine sehr schöne Sache. Das war eine Würdigung der Sportart und die Athleten haben es, glaube ich, auch mit schönen Leistungen zurückgegeben. Aber diese, um auf die Frage zurückzukommen, das war natürlich schon eine sehr schwierige Zeit im März. Als es dann auch final letztendlich mit einer Verlegung oder Verschiebung der Olympischen Spiele offiziell bekannt gegeben wurde, da eine Motivation zu halten. Aber ich muss sagen, wir hatten sowohl was meine Trainingsgruppe angeht, auch alle anderen in der MTG Mannheim, soweit ich das einsehen kann, bei unseren Spitzenathleten gab es keine großen Motivationsprobleme. Es war natürlich erstmal ein Schock, das ist ganz klar, aber wir sind Profis genug und haben Einstellung genug, um zu wissen, naja, es muss ja irgendwann ein Danach geben nach Corona und das hat ganz gut funktioniert. Also die Trainingseinstellung, wir durften ja auch da nicht trainieren, Ricarda hat es ja erzählt, wir waren in der Tinkstätte in Heidelberg die Treppen hochgerannt und im Wald mussten wir trainieren. Aber es hat dann doch relativ schnell, muss ich sagen, nach einigen Wochen des Vakuums, wo einfach nichts passiert ist, außer Alternativtraining, hat es dann doch relativ auf Bemühungen hier auch des Olympiastützpunktes und der Sportverbände und so weiter, hat es dann doch geklappt, dass wir dann doch wieder trainieren konnten. Was bedeutet das denn für den Alltag der Athleten, wenn man jetzt eigentlich ja so fokussiert auf einen großen Wettkampf ist und auf einmal wird alles umgeworfen? Die Trainingspläne, die Ernährung, das Privatleben, Alltagsleben. Wie bringt einen sowas am Ende aus dem Rhythmus oder vielleicht auch gar nicht? Ich habe immer wahrgenommen, so ein bisschen, naja, diese Spitzenathleten, die sind so fokussiert auf die Wettkämpfe, da gibt es so detaillierte Trainingspläne, wenn da irgendwas dazwischen kommt und wenn es nur eine kleine Verletzung ist, wird es am Ende blöd, weil man gar nicht auf den Tag genau fit ist. Wie ist es umgekehrt, wenn auf einmal alles abgesagt ist? Ja, so ist es ja auch. Also man trainiert auf ein Ziel, die Athleten waren fokussiert, man lebt in einem olympischen Zyklus, das sind 4 Jahre mit dem Höhepunkt eben eines olympischen Turniers, wo die Athletinnen und Athleten ganz konsequent und knallhart darauf hinarbeiten und viele haben auch eine Lebensplanung eben darauf ausgerichtet, bis gerade die älteren Athletinnen und Athleten, wo jetzt die Ricarda nicht dazu gehört, dass man dann eben sagt, okay, ich mache das jetzt noch bis Olympia, aber danach gibt es auch eine weitere Lebensperspektive. Für die, sage ich mal, etwas Älteren war es sicherlich schwierig. Dann gab es eben auch die Kategorie der vielleicht angeschlagenen Athleten, die mit Verletzungen zu tun hatten. Die haben das auch als Chance genutzt, um einfach ihren Körper mal ein bisschen aufzutrainieren wieder, ihm mehr Regeneration zu geben. Für diese Kategorie der Athleten war es eher ein Glücksfall, sage ich mal, in der Hoffnung, sie nutzen das für nächstes Jahr. Aber für die meisten Athleten, und das trifft schon den Kern der Frage, war eben hier eine Umstellung zu organisieren. Sport ist ja nur ein kleines Puzzleteil der Gesellschaft. Es sind ja bei uns fast alle Studenten. Auch da musste das Organisatorische mit der Uni, online und so weiter, das musste ja alles umorganisieren. Das ganze Leben hat sich ja umgedreht. Und insofern waren die Athleten schon sehr gefordert und mental beansprucht. Das war schon eine relativ schwierige Zeit und ist es ja bis jetzt noch. Wie äußert sich eine solche mentale Belastung dann beim einen oder anderen? Gibt es da Beispiele? Ja, Beispiele gibt es natürlich dahin, wie wir vorhin schon gesagt haben, ganz präzise festzumachen, man trainiert in bestimmten Etappen auf ein ganz bestimmtes Ziel. Jetzt findet dieses Ziel nicht statt. Was trainiere ich denn nun? Da bin ich als Trainer gefordert und da sind natürlich auch die Athleten gefordert, die ganze Vorbereitungsperiode, den ganzen, ich sage mal, aufbaumäßigen, man weiß,
weiß ja nicht, wann es wieder losgeht, neu zu organisieren, neue Belastungsschwerpunkte zu setzen, neue Trainingszyklen zu definieren, neue Inhalte vielleicht erfinderisch, kreativ zu arbeiten. Also das war schon relativ schwierig, aber wie gesagt, die Athleten haben das im Grunde mit einer hohen Akzeptanz und mit einer hohen Motivation, das spricht auch für die Qualität der Athleten, dann getragen und sind ja auch jetzt erfolgreich durchmarschiert. Gerade bei den Älteren, von denen wir es gerade hatten, werden die da um ihre Chance betrogen oder nehmen die das einfach an als Lauf der Dinge? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das muss jeder in seinem Individualfall entscheiden. Natürlich ist es so, wenn du mal um die 30 bist, zählt jedes Jahr. In einer Schnellkraftsportart wie Leichtathletik, im Sprint und in Sprungdisziplinen merkst du jedes Jahr, was du mehr auf dem Buckel hast. Das ist so. In den Ausdauerdisziplinen ist es etwas unproblematischer. Aber betrogen würde ich nicht sagen, aber es wird eben Jahr für Jahr schwerer, sein Zenit, das man erreicht hat, zu stabilisieren. Das ist so. Jetzt, wenn es stimmt, was der Kollege Wolfgang Grünwald in einem seiner letzten Beiträge berichtet hat, wolltest du ja selbst auch in Rente gehen. Muss jetzt auch noch ein Jahr dranhängen. Wie ist das Gefühl für dich? Eher so das Gefühl, klasse, es geht noch ein Jahr weiter oder eigentlich wollte ich wirklich aufhören, ich mach's halt nochmal. Naja, von müssen kann ja keine Rede sein. Es ist ja so, dass Trainer kein vergleichbarer Beruf ist, bei dem die Rentenschranke fällt mit 65 oder 67. Das ist ja, es gibt weltweit höchst erfolgreiche 70-jährige und ältere Trainer. Das ist jetzt vielleicht mehr dann auch dem künstlerischen Kreativbereich zuzuordnen. Natürlich ist es so, dass man irgendwann mal ein Arbeitsverhältnis beendet. Und das ist halt bei uns in Deutschland so, dass man mit 65 plus X, je nach Alter, eben dann offiziell in Rente geht. Aber ob man dann mit seiner Trainertätigkeit dann aufhört, ich denke, das ist eine individuelle Entscheidung von jedem Einzelnen. Und solange die Mädchen mich nicht vom Platz jagen, werde ich auch noch sie betreuen, wenn sie das wollen. Okay. Ging es bei diesem Rentenansinnen vor allem um den Leichtathletikverband oder auch um die MTG? Naja, ich bin ja Angestellter des Deutschen Leichtathletikverbandes und werde offiziell im September in Ruhestand gehen. Und dann werden wir da möglicherweise eine Regelung finden. Aber in der MTG bin ich ja auch ehrenamtlich tätig, nicht nur als Trainer. Und da werde ich sicherlich nicht aufhören. Was ist denn am Ende das Erfolgsgeheimnis, das aus der MTG immer wieder Spitzensprinterinnen, Hürdenläuferinnen rauskommen? Was macht das aus? Ja gut, wir haben ja nicht nur Spitzensprinterinnen und Spitzenhürdenläuferinnen über Jahre, Jahrzehnte, sondern auch in anderen Disziplinen. Ich denke hier an unseren Speerwerfer Andy Hoffmann, der Weltklasse ist. Haben wir viele Spitzen oder Janice Kraft, ja. Wir haben ja viele Spitzenathletinnen und Athleten. Ich denke, es sind vielleicht drei Dinge, die man benennen kann. Wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur, eine gute Trainingsstruktur hier in Mannheim am Olympiastützpunkt. Im Verein. Wir haben sehr, sehr gute Trainer. Ist ja nicht nur der Haxen allein. Wir haben ja viele weitere wirklich hochqualifizierte Kollegen, die am Stützpunkt arbeiten. Und dann haben wir eben auch, denke ich, einen funktionierenden Verein, der mit Hilfe der Sponsoren und des Hauptsponsors MVV natürlich auch für eine wirtschaftliche Basis sorgen kann, damit wir diesen Leistungssport betreiben können. Das sind vielleicht die drei wesentlichen Säulen unseres Erfolges. Ricarda, welche Kriterien haben Sie von Landau nach Mannheim geführt? Was war für Sie ausschlaggebend, genau hier Anker zu werfen und nicht irgendwo anders? Also ich glaube, am ausschlaggebendsten war wirklich eigentlich erstmal der Trainer und eine professionelle Trainingsgruppe, weil ich die einfach, also diese Trainingsgruppe hatte ich davor in Landau einfach nicht. Natürlich ist es dann auch von Vorteil, zum Hürden-Bundestrainer zu gehen. Und überzeugt hat mich natürlich dann wirklich auch, wie Rüdiger schon gesagt hat, die Infrastruktur, alles, was hier mit zusammenhängt, alles vor Ort zu haben im Rhein-Neckar-Kreis von der medizinischen Seite als auch eben vom Verein die Möglichkeiten mit Halle und Stadion. Also das war einfach für mich so ein sehr rundes Gesamtpaket. Die MVV, wir haben es eben schon anklingen lassen, ist ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten Partner der MTG. Auf dem Meistertrikot prangte ja auch
ganz groß, das MVV-Logo vor wenigen Wochen. Was ist die Rolle und die Bedeutung der MVV für die MTG und ihre Leistungssportler über das hinaus, was du eben schon angedeutet hast? Ich kann das jetzt nur wiederholen. Ohne die MVV wird es die MTG Leichtathletik in der Form nicht geben. Und zwar jetzt nicht nur ein paar Jahre, sondern es sind jetzt 30 Jahre. Und das ist ja nicht, das ist ein Ausdruck von Verlässlichkeit. Das ist ja fast ein Ausdruck von Treue über drei Jahrzehnte, wo der eine auch genau weiß, er kann sich auf den anderen verlassen. Und das hat uns immer geholfen. Die MVV hat uns nie stehen lassen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidendes Argument. Aber ich glaube, es ist nicht nur eben dieses rein geschäftlich sponsormäßige, sondern es sind auch mit der MVV immer tolle Aktionen entstanden. Und es ist aber ganz, ganz wesentlich, eben diese Verlässlichkeit zu wissen, hier hast du einen Partner, womit man auch, ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren war ich beim ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Roland Hattung oben im Büro und habe kurz nach der Wende gesagt, ich hätte hier einen Athleten, der kommt direkt aus der ehemaligen DDR, der muss aber eine Arbeit haben, der kann von nichts leben, der hat sofort einen Job gekriegt bei der MVV. Solche Dinge prägen und binden natürlich auch ideell an dieses Unternehmen und es ist also heute noch sehr gut und ich hoffe, dass es so bleibt. Wie vertragen sich bei der MTG Spitzensport und Breitensport, auch der Nachwuchs, der ja auch für die MVV schon immer ganz, ganz wichtig ist, wie geht das bei der MTG zusammen, philosophisch? Es geht eigentlich sehr gut zusammen, weil wir auch strukturell eine Leistungsebene und eine Breiten, und da würde ich mal die Nachwuchsebene mit dazu nehmen, haben. Denn ohne diesen Talentbrunnen zu haben, kannst du natürlich auch keine Spitze generieren. Viele kommen zu uns, wie zum Beispiel Ricarda aus der Pfalz, die direkt nach dem Abitur eben einen neuen Lebensabschnitt planen und das dann hier idealerweise auch miteinander verbinden können. Aber die MTG selbst legt sehr viel Wert auf diese klassische Nachwuchsförderung. Auch da sind wir sehr erfolgreich. Das war schon immer so, dass wir eine klare vertikale Struktur haben vom Nachwuchs in die Spitze. Und nicht zuletzt führen wir auch seit 27 Jahren die größte Nachwuchsveranstaltung der Welt durch, die Bauhaus Senioren Gala. Auch da ist die MVV immer vertreten und auch als Ausdruck unserer Philosophie. Es reicht nicht nur, 5 Olympiateilnehmer zu haben, wir möchten auch gerne im Nachwuchsbereich Spitze sein. Nun scheint es ja aber in Deutschland so eine Entwicklung zu geben, dass die absoluten Spitzenkräfte, zuletzt Malaika Mihambo, sich vielleicht sogar von Deutschland abwenden und ihre Trainingspartner, Trainingsgruppen international suchen, wie zum Beispiel in den USA. Ist das so, dass wir zu wenig Anreize hier haben, dass es dort einfach besser ist? Sind es Einzelfälle oder ist das eine Entwicklung, auf die man insgesamt aufpassen muss? Du oder ich? Sowohl als auch. Ich glaube, das kannst du besser beantworten. Ja, es ist vielleicht keine deutsche Entwicklung, es ist eine internationale Entwicklung, dass es hauptsächlich von Ausrüstern gesteuerte Trainingsgruppen gibt, egal von welcher Nation die herkommen. Und bevorzugte Trainingsorte sind natürlich USA, wo das ganze Jahr Florida oder Kalifornien bei hervorragenden klimatischen Bedingungen trainieren kannst. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Beziehungsweise ist eine Verlockung, ob das funktioniert, weiß kein Mensch. Immerhin ist die Malaika hier in Oftersheim Weltmeisterin und Europameisterin geworden. Und das muss man einfach sehen, dass deutsche Trainer auch was können und nicht von der MTG. Es gibt genügend Trainerpotenzial auch in Deutschland. Aber natürlich eine Weltmeisterin wie Malaika mit dem Namen Carl Lewis, der erfolgreichste leichtathletische Olympionike, da hat man bestimmte Visionen. Und vielleicht hat sie auch eben noch das Ultimative im Kopf und man kann dem Mädchen das ja durchaus nachfühlen, ja, wenn sie die Chance sucht und wahrnimmt. Also ich sehe das jetzt nicht als Affront gegen deutsche Trainer, sondern ich sehe das jetzt eher als eine internationale Entwicklung, die es einfach gibt.
Schauen wir nochmal ein bisschen zurück auf den Nachwuchs. Hat die Leichtathletik Nachwuchssorgen, Probleme insofern, als es relativ viel Ablenkungsmöglichkeiten für die Kinder von heute gibt? Die sitzen zu Hause und daddeln. Man hat sozusagen vor Augen, wie das ist. Und da bleibt für Sport, geschweige denn Spitzensport, manchmal nur wenig Zeit oder Lust oder auch vielleicht die Bereitschaft, sich zu schinden, ist gesunken. Stellt ihr sowas bei der Leichtathletik fest oder gibt es am Schluss immer doch noch genug Talente und junge Leute, die sagen, ich will das unbedingt und es reicht dann sozusagen für die Spitzenabdeckung, die man ja braucht? Puh, das ist ein Thema für ein Seminar, ja. Also das ist eine sehr vielschichtige Frage. Vielleicht ganz kurz. Natürlich ist die gesellschaftliche Vielfalt größer geworden, auch für den Nachwuchs. Hinzu kommen natürlich auch schulische Entwicklungen wie das G8. Ja, das ist für mich ein Unding, sowas. Ja, in 8 Jahren zum Abitur peitschen. Wie willst du da noch nachmittags Zeit haben und für Freude und mit Sport zu betreiben? Und viele unserer engagierten Übungsleiter sind auch Lehrer. Die haben dann auch keine Zeit mehr. Das ist ja verständlich. Ja, wenn sie um 5 aus der Schule kommen, können sie nicht um 5:30 auf dem Sportplatz stehen. Also das ist relativ schwierig. Aber für die MTG muss ich sagen, wir haben keine, wenn man jetzt eine Statistik machen würde, haben wir keine rückläufigen Entwicklungen im Nachwuchsbereich. Also die Nachwuchstrainingsgruppen sind voll. Da sind auch viele Talente dabei. Wir haben einige Jugendmeister auch im Nachwuchs. Wir hatten noch nie so viele Nachwuchsbundeskader wie seit 2019. Das lässt sich ja statistisch alles belegen. Also wir haben jetzt, das hat damit auch zu tun, dass solche Leute wie Ricarda oder Jessica als deutsche Meisterin oder der Andi Hoffmann sind ja Vorbilder. Wenn die im Training sind, jeden Tag da. Wenn die im Training sind, sowas spornt natürlich auch an. So nach dem als Verena Seiler hier in der Nähe war, als wir hier gefeiert haben, ihren Europameistertitel, hatten wir eine Vielzahl von Anmeldebögen von jungen Mädchen, ja, die rennen wollten wie Verena. Das ist doch auch ganz normal, ja, so eine Vorbildfunktion. Der Tennisboom mit Steffi damals. Und da haben wir bestimmt auch einen Vorteil eben, und das ist auch der Vorteil jetzt der vertikalen Struktur. Wenn du Spitzenathleten hast, hast du Vorbilder im eigenen Verein. Und das macht die ganze Sache rund. Wie war das für Sie früher als Schülerin, Schule und Training miteinander zu vereinbaren? Und als dann klar war, da steckt wirklich Potenzial drin in dieser Sportkarriere, sich dann dafür zu entscheiden, wie lief das? Ja, war schon auch schwierig, jahrelang das so parallel zu handhaben. Also ich muss auch sagen, da hat schon auch das Training mal drunter gelitten, mal aber auch die Schule. Also es war immer so ein Auf und Ab. Und klar, so nach dem Abitur war bei mir dann so die Grenze zu sagen, okay, gehe ich jetzt wirklich noch mal Richtung Sport oder schaue ich nicht doch, dass ich irgendwie eine Ausbildung mache, studiere. Und ja, bei mir war es dann schon die Richtung Sport, noch mal zu sehen, was geht. Aber klar, es hätte auch natürlich anders laufen können. Das war so ein bisschen, ja, alles auf eine Karte setzen und mal schauen, was rauskommt. Ist es mit der Vorbildfunktion so, wie der Rüdiger sagt? Sind da Kinder, Jugendliche, die schon zu Ihnen aufschauen und sagen, Mensch, da vorne ist sie, die ist gerade deutsche Meisterin geworden? Ja, doch. Also jetzt gerade auch in der letzten Woche habe ich da schon auch sehr viel Feedback vom eigenen Verein bekommen. Immer wieder ganz viele Glückwünsche. Das war schon sehr schön zu sehen, aber auch zu sehen, dass man den Menschen oder den Kindern dann auch was mitgeben kann, die sich dann eben enorm freuen, wenn man mit ihnen ein bisschen spricht und ja, ihnen vielleicht auch mal ein paar Tipps gibt. Und ja, deswegen glaube ich auch schon, dass es sehr wichtig ist im Verein, wenn die mich sehen im Training und es ja irgendwie auch so ein Miteinander oder so ein familiäres Umfeld auf der MTG ist, dass es dann für die Kinder schon sehr wertvoll ist. Die große Vereinsfete zur Deutschen Meisterschaft ist ja wahrscheinlich ausgefallen, oder? Ja, die gab es jetzt leider dieses Jahr nicht. Ja, aber war okay. Ja, du müsst ja noch viele Titel holen zusammen. Die große Fehde hatte sie direkt nach ihrem Titel, eine Wasserorgie sozusagen, denn sie musste zur Dopingkontrolle bei 36 Grad. Ne? Und das hat dann 2-3 Stunden gedauert. Ne? Und ja.
das ist dann halt so. Ne? Also groß gefeiert, natürlich ist es auch bei Corona-Zeiten jetzt halt relativ schwierig, da ist eine Feier zu organisieren. Rüdiger, wenn sich so ein Talent ankündigt, nach welchen Eigenschaften suchst du bei den Kindern und Jugendlichen, um dann erahnen zu können, da steckt wirklich ein Champion drin? Es ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Also ich bin kein Talentscout. Ja, das habe ich in meinem Leben nie gemacht. Gleichwohl kann ich schon sehen, ob ein Talent in der motorischen Bewegung, in der Ästhetik, die Art und Weise, wie jemand sprintet oder Hürden läuft, das kann man schon Talent erkennen. Aber so ganz grundsätzlich ist das nicht meine Aufgabe. Ich habe als Bundestrainer meine Nachwuchstrainer und wir haben auch im Verein gut ausgebildete, trainerlizenzierte junge Kollegen. Und wenn da mal was auffällt, dann reden wir da auch drüber, ja, wo der Weg hingehen könnte. Aber im Nachwuchsbereich, also man sieht in der Leichtathletik schon relativ, natürlich viel später als in anderen Sportarten, als im Schwimmen oder im Turnen, da sind wir in der Leichtathletik viel, viel später dran, müssen in der Pubertät, einfach durch die Pubertät gibt es Veränderungen. Ja? Also so mit 14, 15 sieht man dann eigentlich, wo langsam die Reise hingehen könnte. Und charakterlich? Ja gut, ein Spitzenleichtathlet muss eigentlich eine Type sein. Ja? Also es muss eine Type meint. Also er muss schon natürlich auch charakterstark sein, aber auf der anderen Seite auch muss ein charismatischer Typ sein. Ja? Das ist bei jedem anders, da gibt es keine Formel. Aber ich denke schon, dass wenn jemand zu den Besten gehören will, Talent ist das eine. Aber er braucht irgendwo eine Form von Leidenschaft, er braucht eine Form von innerer Quällust, ja? Sonst stehst du das nicht durch. Und natürlich eine kleine Form von Fanatismus auch, ja? Anders geht es ja nicht. Er muss an sich glauben und an die Verwirklichung seiner Ziele. Immer wieder, wenn er morgens aufsteht, ja, das ist die amerikanischen Sprinterinnen, gehen morgens Zähne putzen, schauen in den Spiegel, "You're simply the best" von Tina Turner, hauen die sich rein. Ja? Bei uns geht's vielleicht mit anderen Methoden, aber diese Self-Confidence brauchst du im Leistungssport, sonst bist du verloren. War das bei Ihnen immer so oder gab es da irgendwann mal Motivationslöcher, wo Sie gedacht haben, oh, das ganze Schinden macht alles keinen Sinn mehr? Ja, klar, also meistens ist es ja schon in den schlechteren Zeiten, wo es vielleicht gerade mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, wie man das so möchte, dass man dann schon mal in so ein kleines Loch sackt und sich überlegt, wofür man jetzt alles dafür opfert, wenn es dann eben gerade mal in dem Moment doch nicht dabei rauskommt. Aber ja, umso mehr hat man ja dann auch die positiven oder die schönen Momente, an die man sich dann immer wieder zurückerinnert und die motivieren einen dann doch immer so sehr, dass man sich da auch aus so einem kleineren Tief auch immer wieder rauskämpfen kann. Und ja, ich denke, das gehört auch einfach dazu, also dass es immer mal dieses Auf und Ab gibt. Wichtig ist, dass es mehr Aufs gibt als Ab. Aber ja, ich glaube, da hat auch jeder Sportler so seine Techniken, wie man sich dann da wieder ganz hoch pusht. Und vor allem halt auch der Blick nach vorne. Wie geht es denn für euch jetzt ganz konkret weiter in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten? Wie kommt ihr mit der aktuellen Situation zurecht und was sind so die nächsten ganz konkreten Ziele? Also geplant ist jetzt schon erstmal noch ein paar Wochen zu trainieren und auch nochmal Wettkämpfe zu machen und diese Late Season, wie wir sie nennen, ja, noch abzuschließen, dann in eine kurze Saisonpause zu gehen, um dann wieder im Oktober in die Vorbereitung zu starten. Und klar, dann ist alles so ein bisschen ungewiss, wie es weitergeht, ob es eine Hallensaison geben kann, wie nächstes Jahr die Sommersaison aussehen wird. Trainingslager ist natürlich auch erstmal ganz ungewiss, ob da was stattfinden kann oder ob wir komplett hier bleiben. Ja, man muss, glaube ich, einfach ein bisschen spontan bleiben, aber das kriegen wir. Und dann, wie genau Tokio 21 stattfinden wird, weiß ja auch noch kein Mensch. Wie geht man mit dieser Unsicherheit jetzt um? Ja, es ist genauso eigentlich, wie die Ricarda das eben beschrieben hat. Also wir bleiben jetzt, es ist noch Sommer, ja, es gibt noch Wettkämpfe, sie wird noch 2, 3, ich weiß es nicht, machen. Und dann Mitte September muss auch der Körper mal wieder Ruhe haben oder Anfang September, je nachdem.
Und dann werden wir im Oktober wieder mit dem Training beginnen, ganz genau so, als wäre die Planung, wie sie feststeht, nämlich mit Olympischen Spielen nächstes Jahr. Wir wissen es ja nicht, also muss ich ja davon ausgehen, dass es erstmal stattfindet. Also bereiten wir uns auch entsprechend vor, auch schon mit Fokus, dass es eine Indoor-Season gibt im Januar, Februar möglicherweise. Es gibt ja, man kann ja nicht in die Glaskugel schauen, deswegen sehen wir lieber aber dieses Glas eher halb voll als halb leer und hoffen, dass die Menschheit vernünftig genug ist und jeder dazu beiträgt, dieses Virus entsprechend so flach zu halten, dass wir normalen Sport bald wieder machen können. Genau so ist es. Für den Moment darf ich mich bedanken. Wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg weiterhin und werden den Weg nach Tokio 21, wie auch immer der aussieht, weiter verfolgen und in diesem Fall hier immer mit der MVV an Ihrer Seite. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke. Dankeschön.